Dieses Mal dürfen die Wild Wings antreten in Bremerhaven, nachdem eine Woche zuvor der 44. Spieltag nicht ausgetragen werden konnte in der Eisarena Bremerhaven, gibt es jetzt das Duell von Christoph Kreuzer, der seinen Vertrag als Sportdirektor verlängert hat bei den Wild Wings mit Schwenningen in Bremerhaven bei Thomas Popisch. Der Grund, warum dieses Spiel verschoben werden musste, Bremerhaven hatte in der letzten Woche Corona-Fälle und deshalb fiel die Partie aus. Rein ins Spiel Schwenningen mit einem richtig guten Start. Tyler Spink auf seinen Bruder Tyson und der trifft nur den Pfosten. Da war Brandon Maxwell schon geschlagen. Bremerhaven hatte 18 Spieler im Kader. Das war nicht ganz sicher vor der Partie, wie sie aus der Corona-Pause rauskommen konnten. Hat nur zweimal trainiert vor dieser Partie. Dann aber direkt auf der anderen Seite. Nach der Großchance für Tyson Spink das 1:0 durch Wladimir Eminger. Der Eriksson überrascht mit diesem Schuss. Der starke schwedische Goalie kriegt den irgendwie nicht festgemacht. Hier will er den eigentlich schnappt mit der Fanghand, geht unterm Arm durch. 1:0 für Bremerhaven, die 19 Schüsse aufs Tor abgaben, mit viel Energie spielten, die man ihnen gar nicht so zugetraut hatte nach der Corona-Pause. Und es ging gut los, auch im zweiten Drittel. Dieser Schuss, man hatte es schon scheppern gehört. Andersen an den Pfosten hatte vorher schon eine gute Chance aus dem Slot. Dann das erste Powerplay der Partie für die Fishtown Penguins. Das ist Jeglic, der sieht Orbas, der hat viel Platz und nimmt Maß. An seinem 33. Geburtstag, Jan Orbas, Saisontor Nummer 16. Bremerhaven belohnt sich zu diesem Zeitpunkt für eine sehr konzentrierte und sehr energiegeladene Leistung. Konnten sie das so fortsetzen? Das war die Frage. Und Schwenningen beantwortete sie, indem sie immer gefährlicher wurden und immer besser in diese Partie kamen. Der Puck kommt zu Schaborski und dann ist es das. 2:1. Schaborski mit seinem 7. Tor macht er artistisch im Fallen dann mit der Rückhand. Achtung, hier vorbei an Maxwell aus Spitzenwinkel und kurz vor Drittelende. Also Hoffnung für Christoph Kreuzer, der vielleicht genau darauf gesetzt hatte, dass der Gegner aufgrund der langen Spielpause etwas müde daherkommt. Und er sollte sich bestätigt sehen im dritten Drittel. Nächster Angriff und dann ist es wieder Schaborski. Roback und Goertz legen auf und dann steht es 2:2 ausgeglichen. Die 0:2 Führung egalisiert. Und Schaborski, irgendwie setzt er sich durch. Man merkt auch schon in dieser Situation, dass Bremerhaven langsam die Kräfte schwanden. Wurden etwas müder und nicht mehr ganz so aggressiv in ihrer Rückwärtsbewegung. Und dann gibt es auch hier nur etwas danach. Chance und Platz zum Tor. Tyler auf Tyson Spink. Die Zwillinge harmonieren perfekt abgelegt und dann hinein ins Glück. Schwenningen vor ihrer Corona-Pause, bei ihnen waren ja auch Partien ausgefallen, zuletzt mit 6 Siegen aus den letzten 7 Spielen. Es sah gut aus, die Schlussphase in dieser Partie. Und dann bei Extra-Angreifer auf dem Eis, Ty McGinn trifft, weil Eriksson, der stark spielte, die Sicht genommen wird. Bremerhaven holt alles an Energie raus, was sie noch haben. Und dann ist es hier der Abschluss von McGinn, hier sieht man es gut, dass bei seinem 10. Saisontor mit Extraangreifer auf dem Eis absolut nichts zu sehen war für Eriksson. Der muss den Puck passieren lassen. Und Thomas Popisch wollte mehr. Beide Mannschaften in der Overtime tasteten sich ab. Und dann ist es Sieger Jeglic. Jeglic mit der Einzelleistung. Bremerhaven gewinnt, wie schon in den ersten 2 Duellen gegen Schwenningen, beide Punkte aus dieser Partie. Schafft ein 4:3. Ein tolles Tor von Jeglic, der sich über das Tor, über die 2 Punkte freut, aber auch ganz schön müde war. I mean, the whole game we were a little bit short and we had some troubles with the injuries and now COVID and it's been a tough period right now and there's another game tomorrow. Today we give it our best, we give it all and it was really nice to score on the end too. I thought we had how the game go, we were better and better. And it has been frustrating last 2 weeks. Every time you're ready for a game and there is always COVID and so many games are postponed and it's hard to stay focused.
Schwenningen also auch durch Corona etwas aus dem Tritt gebracht, weil so viele Spiele ausgefallen waren. Sie schaffen nur einen statt der möglichen 3 Punkte. Aber die Chance, neue Punkte zu holen in Bremerhaven, gibt es sofort. Am nächsten Tag trifft man sich ja schon wieder. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.